Haben wir nicht irgendwie alle den Traum, mit unserem Produkt und unserer Dienstleistung wirklich nur die absoluten Top-Kunden anzuziehen, die sehr, sehr viel Geld bezahlen und die sehr, sehr einfach in der Kommunikation sind, mit denen man leicht irgendwie umgehen kann und dadurch unser Gewinn wirklich top ist, so dass wir ein ruhiges Leben haben als Unternehmer. Na, ist das nicht die Idee? Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Haben wir nicht irgendwie alle den Traum, mit unserem Produkt und unserer Dienstleistung wirklich nur die absoluten Top-Kunden anzuziehen, die sehr, sehr viel Geld bezahlen und die sehr, sehr einfach in der Kommunikation sind, mit denen man leicht irgendwie umgehen kann und dadurch unser Gewinn wirklich top ist, so dass wir ein ruhiges Leben haben als Unternehmer? Na, ist das nicht die Idee? Doch häufig wird gar nicht erkannt, was hinter dem Konzept eines Premium-Anbieters steht. Und deswegen bekommst du in diesem Video und in dieser Folge einfach mal 5 konkrete Dinge mit an die Hand, mit der du schaffst, auch zum Premium-Anbieter zu werden. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, der extrem wichtig ist, ist das Thema Qualität. Hohe Qualität definiert jeder ein bisschen anders und das ist sehr, sehr subjektiv wahrgenommen. Und deswegen ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass du eine Sache grundlegend verstehst. Als Premium-Anbieter heißt es, dass du nur besser sein musst als der Durchschnitt. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal vergleichst, in welchem Marktfeld du aktuell unterwegs bist, prüf doch wirklich mal ab, naja, was ist denn da so der Standard? Und wenn du merkst, hey, da kann ich mit dieser Veränderung und der Verbesserung dafür sorgen, dass ich automatisch viel, viel bessere Ergebnisse, Leistungen oder Erlebnisse schaffe, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt nochmal, egal ob du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, solange du besser bist und wirklich klar differenzierter als der entsprechende Durchschnittsanbieter, dann kannst du dich relativ schnell im Premium-Segment breit machen und wirst dadurch natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Ein zweiter Punkt ist der exzellente Kundenservice. Du musst dir natürlich absolut im Klaren darüber sein, wenn du ein Premium-Anbieter bist, dass deine Kunden auch automatisch eine andere Erwartungshaltung haben. Das bedeutet ganz einfach, wenn du jetzt mal guckst, egal bei welchen Luxusgütern oder welchen Dienstleistungen, du hast permanent das Gefühl, dass dir jemand die Arbeit abnimmt. Ja, fast jeder Schritt, wo du dir selber Gedanken machen müsstest, wird irgendwie berücksichtigt und du musst dich weniger mit den Themen beschäftigen. Genau darum geht es. Als Premium-Anbieter ist deine Pflicht, dass du deutlich besser bist im Kundenservice als andere Anbieter. Wenn du das bewerkstelligen kannst, super, dann weiter. Wenn du das allerdings nicht hinkriegst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du deine Preise nicht entsprechend anziehen kannst. Also insofern, ganz klares Statement, sorge dafür, dass dein Kundenservice top ist, dann kannst du auch viel, viel leichter deine Preise in Richtung Premium-Segment erhöhen. Der nächste Punkt ist das ganze Thema Exklusivität. Ja, vor allem im Bereich der Luxusgüter wirst du feststellen, du willst etwas haben, bist auch bereit, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben, aber du bekommst es nicht. Und je weiter du in der Preisleiter steigst, je exklusiver es wird, desto weniger Zugang hast du. Es ist nicht verrückt. Das heißt, wenn du jetzt losgehst und sagst, du willst eine wirklich sehr, sehr teure Uhr haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du viele, viele Jahre darauf warten musst, bis du sie überhaupt bekommst. Deswegen musst du dir klar machen, um oben mitspielen zu können, ist Exklusivität extrem wichtig. Wird ein Jedermann genommen, sorgst du automatisch damit dafür, dass du deine Spitze verwässerst. Das riechen Premium-Nutzer oder Premium-Kunden natürlich extrem schnell und haben da keinen Bock drauf. Also sorge dafür, wenn du Premium-Anbieter bist, dass du nicht jeden Hans und Franz durchlässt, sondern ganz klare Barrieren schaffst, wo du sagst, hey, diesen Kreis lasse ich rein und diesen Kreis nicht. Und je kleiner der Kreis ist, den du reinlässt, desto höher kannst du auch entsprechend dein Preissegment setzen. Denke einfach mal an die guten alten Zeiten zurück in der VIP-Lounge. Da hattest du eine Ruhe, aber du hattest auch einen anderen Umsatz. Genau darum geht's. Der nächste Punkt ist, dass wenn du als Premium-Anbieter dich auch wirklich oben festsetzen willst, dann musst du auch ein luxuriöses Einkaufserlebnis schaffen. Und ich kann dir dort wirklich nur mal die Empfehlung geben, geh mal wirklich in deiner Stadt oder in der nächstgrößten Großstadt wirklich mal los und geh auf Shoppingtour. Und zwar in der teuersten Einkaufsstraße. Du wirst merken, die Gespräche,
das ganze Erlebnis, das ist etwas vollkommen anderes. Ja, das ist wirklich ein Erlebnis, was du da bekommst. Im Vergleich dazu, wenn du mal in den normalen Ramsch-Textilladen gehst, da wirst du häufig nicht mal angesprochen, geschweige denn, dass du eine Person findest, die überhaupt bereit ist, dir eine Auskunft zu geben. Und das ist halt der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt, auch hier kannst du mit relativ wenig Aufwand dafür sorgen, dass du mit deinem Unternehmen immer weiter dich in Richtung Premium entwickelst und den Leuten auch ein wirklich exzellentes Ergebnis lieferst. Ja? Du allein entscheidest, wie du wahrgenommen wirst und vor allem, in welcher Art und Weise das Gesamterlebnis stattfindet. Je hochwertiger das Erlebnis für den Kunden ist, desto hochwertiger ist auch entsprechend die Zahlungsbereitschaft. Und der letzte Punkt, und das etwas, was mittlerweile immer stärker wird und was ehrlicherweise gar nicht so schwierig zu lösen ist, und zwar, dass du auch wirklich diesen ganzen nachhaltigen Faktor berücksichtigst und auch entsprechend deine soziale Verantwortung. Was soll das heißen? Das heißt, egal welches Produkt oder Dienstleistung du momentan anbietest, wie nachhaltig ist das wirklich? Und ich meine das wirklich, ja, nicht nur, dass du einfach sagst, naja, ich schreibe da jetzt mal Bio drauf und dann ist es auch Bio, sondern nein, gehst du die Strecke wirklich bis zum Ende und kommunizierst du das auch entsprechend. Einfache Beispiele, ja, das heißt, wenn du guckst im Textilmarkt, da gibt es viele Anbieter mittlerweile auch im absoluten Premium-Segment, die eigene Linien rausgebracht haben, die sehr gezielt an dieses Klientel gerichtet wird, die sagen, hey, mir ist wichtig, irgendwie die Herkunft zu kennen, die Produktionsweise und auch entsprechend, dass das Ganze nachhaltig funktioniert. Ja, und wenn das in dem Produkt selber schon nicht möglich ist, dann dass wenigstens entsprechender Naturausgleich geschaffen wird. Das ist ein riesengroßes Thema, was da gerade passiert, ein riesengroßer Umbruch. Und egal, wenn du jetzt einfach mal schaust und dir mal eine neue Zahnbürste kaufst, ja, du wirst feststellen, der Anteil der nachhaltigen Zahnbürsten ist so dramatisch gestiegen. Und ich kann dir wirklich sagen, Woche für Woche für Woche wird das Ganze mehr. Das heißt, die Nachfrage, egal in welchem Produkt oder Leistungssegment, wird immer stärker. Hier hast du es relativ leicht, dich nach oben zu positionieren und dafür zu sorgen, dass du als Premium-Anbieter auch wirklich wahrgenommen wirst. Und aus meiner Sicht schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist nachhaltig häufig auch gleichzusetzen mit Premium. Und zweitens tust auch wirklich was für deine Umwelt und deine Mitmenschen. Und naja, was wollen wir am Ende des Tages mehr? Das heißt, wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, ich will auch Premium-Anbieter werden, ja, ich will auch, dass mein ganzes Leistungsspektrum irgendwie besser angenommen wird und vor allem, dass ich zahlungskräftige Kunden finde, da habe ich eine ganz klare Empfehlung für dich. Geh mal auf raikhane.de/print-report, trage dich dort einmal ganz kurz ein und dann bekommst du unsere Methode, mit der du genau das auch erreichen kannst, direkt zu dir nach Hause geschickt. Einfach auf raikhane.de/print-report.